Was hat mir das jetzt gebracht, außer zwei Fässern und eine Wolfsplatte? Hier ist doch ehrlich nichts. Gut, okay. Dann zurück auf den Hauptweg. Frag mich nur gerade, warum sind wir hier nicht lang gegangen? Ich glaube, da ist eine Gittertüre wieder im Weg gewesen. So wie hier auch. Ja, da hauen sie wieder ab, nachdem sie die Tür hinter uns wieder zugesperrt haben. Oder sind einfach außen rum gegangen. Also hier lang. Okay, das erklärt's. Wir scheinen aber langsam am Ende anzukommen. Eine tote Wolfsratte bedeutet, wir könnten hier richtig sein. Und ja, ich habe gerade keine Lust mehr, Wolfsratten auszunehmen. Ich gehe jetzt noch mal kurz zurück, gucke, ob da wirklich eine Gittertür im Weg war oder ob wir einfach da nicht abgebogen sind. Das ist ja nicht weit. Doch, ein Stück weit ist es schon. Und wir laufen ja schon. Schneller geht's ja nicht. Mich nervt es, wie gesagt, dass wir die Tür am Anfang nicht knacken konnten. Also. Ja, hier war eine Gittertüre. Im Weg. Okay. Na klar. Ich glaube, für den Rückweg brauchen wir jetzt keinen. Ach, mach mal extra Licht an. Die da oben. Das heißt wieder hier rum. Hier rum war die tote Ratte. Hier rum ist eine Gittertür, durch die wir nicht durchkommen. Okay. Das heißt, wir haben nur noch die Möglichkeit, hier lang zu gehen. Hier noch ein paar Fässer einzuhauen. Ein Messer.
hier geht's nach oben. Oh, Ulmholz. Ja, Ausgang. Wir haben es also rausgeschafft. Stadthaus. Okay, ein Mechanismus, um hier eine Geheimtür zu öffnen. Jetzt wird hier rausgeschlichen. Idiot! Ausgerechnet kurz vor dem Gelingen unserer Pläne schleicht sich solche Nachlässigkeit ein. So etwas wird nicht ungestraft bleiben, dass das klar ist. Aber Meister, ich habe doch alles getan, was in meiner... Schweigt! Schlimm genug, dass man euch erwischt hat. Obendrein aber auch noch unsere geheimen Zugänge preiszugeben ist unverzeihlich. Gnade euch, wenn das Ritual euretwegen scheitert. Vollzieht endlich den letzten Ritus und bringt mir dann umgehend das Herz. Wenn ihr es nicht geschafft habt, eure Verfolger abzuschütteln, bleibt uns nicht viel Zeit. Jawohl, Meister Wagnitz. Den Zwölfen sei Dank! Ihr habt hierher gefunden! Diese Bestien wollen mich umbringen! Bitte, so helft mir doch! Scheint so, als hätten wir bereits Gesellschaft. Zeit für mich, dieses unliebsame Treffen zu verlassen. Ferio, zerquetscht dieses lästige Ungeziefer! Endgültig! Es wird mir ein Vergnügen sein, mein Meister. Nun zu euch. Da mir eure Neugier so viel Ärger bereitet hat, sollt ihr genauso sterben wie meine anderen Opfer. Männer, ihr wisst, was zu tun ist. Ich kümmere mich um das Weibsbild. Meint ihr? So, Vorgriff, du wirfst den um. Wuchtschlag. Arquartus. Die alte Hexe hat mich gebissen. Du entkommst mir ja doch nicht. Alles klar. Die größere Wonne sein, dir das Herz zu entreißen. Nein, bitte, hab doch Erbarmen. Na, Kultistendolche, noch mehr zum Verkaufen. So, jetzt müssen wir den beiden hinterher. Der Kosch. Ja, nein. Das ist mir zu viel Text. Ihr seid wahrlich lästiger als ein Beutel Falschgeld. Ich rate euch, bleibt wo ihr seid. Nur dritziger Ketten. Luisan, auch nur ein Haar und ihr bereut es mit eurem Leben. Ein Schritt weit und die Archivalin stirbt. Ich warne euch kein drittes Mal. Es ist aus. Seht es endlich ein. Ich bin noch lange nicht fertig mit euch. Ihr werdet für eure Mordlust büßen und Ardo vom Eberstamm wird gerecht werden. Ardo wer? Haha, macht euch doch nicht lächerlich. Wenn ich jemanden dieses Namens getötet hätte, müsste ich darum. Verlasst euch drauf. Weder euer Wahnsinn noch eure töpferhafte Lügen können euch jetzt noch retten. Euer unentwegtes Morden hat ein Ende hier und jetzt. Habt ihr immer noch nicht verstanden, ihr könnt nicht mehr aufhalten, was begonnen wurde. Das einzig nahe Ende ist das eurige. Amazone voraus. Ha! Versuch ihn umzuwerfen, Vorgrim. Also ja, er ist schon ein kleiner Boss, deswegen ist er etwas stärker. Epeios Namen, was hat sich hier zugetragen?
Archivarin, erklärt dieses Chaos. Der Großinquisitor kommt, okay. Der Großinquisitor der Pius-Kirche, ihr hier? Allerdings, ihr habt versäumt, meiner Forderung nach Erklärung nachzukommen. Ich warte. Entschuldigt, Großinquisitor, mein Name ist Benno. Ich arbeite mit Zustimmung der Wache auf einer Aufklärung der Morde, die durch diese Männer verübt wurden. Eine von der Archivarin aufgedeckte Gemeinsamkeit der Opfer führte uns zu ihnen. Diese Männer hier sind also dieser Untaten schuldig. Und wie genau handelt es sich? Ja, Großinquisitor. Ferio von Ferdok und Castan Wagnitz samt ihre Handlanger machten Jagd auf Nachfahren von Drachentötern. Erst vor kurzem habe ich durch meine Nachforschung erfahren, dass auch ich vom Blut eines Drachentöters bin. Diese roten Schlechter müssten es ebenfalls in Erfahrung gebracht haben. Doch konnte mich Benno hier im letzten Moment aus ihrem mörderischen Klauen befreien. Ansonsten wäre ich sicher auf die gleiche Weise gestorben wie die anderen Opfer. Nun gut, aber kennt ihr auch den Grund für das Handeln dieser Unholde? Nein, bedauerlicherweise hat im Kampf um unser Leben keiner unserer Gegner überlebt. Allein Castan Wagnitz konnte entkommen. Er floh noch, bevor er zum Kampf kam. Ich wollte die Verfolgung des Halunken aufnehmen. Nichts werdet ihr tun. Seht euch doch um. Wie soll Licht und Wahrheit das Dunkel und um diese Verbrechen erhellen, wenn ihr alle erschlagt, die mit ihm in Verbindung stehen? Aber eure Heiligkeit, hätte Benno ihr die Bösewichter gewähren lassen sollen? Silenzium, stellt meine Geduld nicht unnötig auf die Probe, Archivarin. Auch wenn ich die Art eures Vorgehens zutiefst missbillige, so habt ihr trotz allem Ferdok von großem Übel befreit. Geht nun fort. Alles weitere liegt in den Händen Praios und seiner erleuchteten Inquisition. Wie ihr wünscht, große Inquisitor. Ich bitte jedoch darum, euch bei der Greifung von Castan Wagnitz zur Seite stehen zu dürfen. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Ihr könnt nicht einfach Jagd auf Edelleute machen, deren Maß an Schuld noch nicht einmal bewiesen ist. Aber genug der Widerworte. Ich verbitte mir nun an jedwede Einmischung in diese Angelegenheit, besonders von euch, und nun geht. Archivarin, bleibt hier. Ihr werdet mir alle Schriftstücke, die eure Anschuldigungen unterbauen, ohne Ausnahme zur Verfügung stellen. Wie ihr wünscht, Großinquisitor. Was bilden die sich denn ein? Schon die Ehre gebietet uns, Arnos Mörder zu Fall zu bringen. Prioten. Kein Sinn für Gerechtigkeit, außer ihre eigenen. Das verstehe ich nicht. Bislang ist mir eigentlich nur Gutes über diesen Davania zu Ohren gekommen. Ja. Mit dem beiden können wir nicht reden. Preis zum Große. Was ist euer Begehr? Oh, mit dir können wir reden. Würde mich bitte durchlassen, ich muss dringend noch einmal mit Großinquisitor Davania sprechen. Nein, wenn der Großinquisitor mich zu sprechen gedenkt, bestimmt er den Zeitpunkt, nicht ihr. Aber ich habe noch weitere Informationen der Morde betreffend. Es gibt keine Wahrheit, die dem ehrwürdigen Davania lange verborgen bleiben. Seid unbesorgt und zieht eures Weges. Aber keine Widerrede, diese Unterredung ist beendet. Ja, ich könnte mich hier oben umsehen, aber ich glaube, hier oben gibt es nichts Besonderes. Mehr. Wir haben auf jeden Fall Erfahrungspunkte erhalten. Die Violette ist sofort den Schlösserknacken auf Maximum gehen. So. Rettet die Archivarin. Ferry und seine Anhänger sind tot und die Archivarin ist nichts geschehen. Der einzige Wermut drauf ist, dass Wagnitz entkommen konnte, dieser Schurke. Und seltsam ist auch, dass Großinquisitor Davania hier so plötzlich auftaucht. Unglaublich, wie er mit den Leuten umgeht. Ja, der Weg durch die Kanalisation endete in einer Bibliothek. Der Größe nach zu urteilen, muss es sich um das Stallarchiv handeln. Redet mit Bada Dorkenschmied. Ist der Mord an Ardudu tatsächlich aufgeklärt? Ich bin mir nicht sicher, denn wieso sollte Ferio alle Morde gestehen, aber diesen einen leugnen? Was ist, wenn er nicht gelogen und Ardudu tatsächlich nie getroffen hat? So angeht ihm dieser Gedanke auch ist, aber es ist nicht auszuschließen, dass der Mörder von Ardudu noch auf freiem Fuß ist. Ich sollte wachsam sein und das nicht nur, weil Castan Wagnitz entkommen konnte. Ich habe den Mörder tatsächlich gefunden. Auch wenn Ardo dadurch nicht mehr lebendig wird, ich kann jetzt wieder ruhig schlafen. Ja, Großinquisitor Davania sagte, Wachfrau von Bala Dockenschmidt wartete auf mich im Foyer. Ihr solltet zu ihr gehen und ihr erzählen, was sie sich zugetragen hat. Mhm. Ja, das ist sie da unten.
Aber es wird leider mal wieder Zeit für einen Cut, also speichere ich hier mit LP006. Oder sehen wir uns gleich wieder.